Es klang ja im ersten Text schon an, ich tue gerne Dinge, die eigentlich älteren Leuten zugeschrieben werden. Einzig aus dem Grund, weil ältere Menschen einfach wissen, wie man gut lebt. Und deshalb beschließe ich mich da gerne an. Und davon handelt auch der nächste Text, aber kurz eine Anekdote vorweg, um mir nicht vorwerfen zu lassen, ich hätte was gegen ältere Mitmenschen. Das Gegenteil ist der Fall. Als ich von Stuttgart, wo ich herkomme, heute hergefahren bin nach Linz, ich warte einfach noch kurz. Saß sie mir so schräg gegenüber in der Bahn in so einem Vierer, zwei ältere Damen, die sich offensichtlich nicht kannten. Und sie kamen ins Gespräch und das Gespräch kam irgendwann auf ihre Gatten. Und die eine fragt die andere, und wie geht's ihr Mann? Lebt er noch? Und meinte, ja, die geht's heute gar nicht gut, er ist im Krankenhaus. Und merkt, ich gucke ein Fettnäpfchen. Ist es denn was Schlimmes? Und sie sagt, ja, sie müssen die Beine abnehmen. Und sie sagt, oh Gott, das ist ja schlimm, ist er denn gerne gelaufen? Aus Recherchegründen gehe ich eben dann heute mal in die Sauna oder in den, auf eine Weinprobe in diesem Fall. War von euch mal jemand auf einer Weinprobe? Einer? Okay. Also für diejenigen, die noch nicht da waren, müsst ihr euch das so ein bisschen vorstellen, wie eine Ü30-Party so ohne Musik. Da läuft das ganz gut. Und dort ist folgendes geschehen. Als mir meine Freundin neulich vorschlug, aber wieder etwas Kulturelles zu unternehmen, sagte ich spontan, Poetry Slam, wir mussten beide lachen. Also meldeten wir uns kurzerhand bei der örtlichen Wein- und Käseprobe an, von der meine Eltern immer erzählen. Wir finden uns zum angegebenen Zeitpunkt an Jacques Weindepot ein, um seinem Laden einen jugendlichen Touch zu verleihen und nicht mit dem Untertitel erlesen. Weine in der Masse, oh. In der Masse an Weinhandlung unterzugehen, prangt über dem Eingang auf großem Schild der Firmenname Why Not? Ja, das ist auch. Der offizielle Beginn ist erst in 10 Minuten. Es bleibt also genügend Zeit, sich die anderen einmal etwas anzuschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den Altersschnitt um 15 Jahre drücken. Viele kennen sich und beäugen uns skeptisch. Ich komme ein bisschen vor wie beim Herrensaunatag. Außer, dass diesem Event fast ausschließlich Pärchen beiwohnen. Wir werden in den Gewölbekeller geführt. Aha, jetzt will er uns bestimmt auch einlagern. Versucht einer die Stimme zu hören. Bernd, sagt seine Frau und schämt sich ein bisschen. Mit 50er Humor hat manchmal so etwas Verzweifeltes. Ich frage mich dann immer, ob ich auch mal so werde. Meine Freundin schaut mich warnend an. Der Gastgeber als studierter Sommelier bedeutet uns Platz zu nehmen. Zu Beginn hat mein 2006 Pinot Noir, dazu passend ist doch auch vor aus Aveyron. Ah, das kenne ich, da steht doch diese Brücke, Sion de Port d'Aveyron. Bernd! Seine Frau schämt sich ein bisschen. Die anderen Gäste sind, im Gegensatz zu Bernd, nett ausgedrückt, verhalten. Man könnte auch sagen, dass einem die Abholzung des Regenwaldes nicht wundert. Irgendwann müssen ja die ganzen Stöcke kommen, die sich die meisten hier in die Anatomie geschraubt haben. Diese Zurückhaltung sollte sich aber noch ändern, denn eigentlich Buckner für den degustierten Wein gibt es zwar, wir sind aber abgesehen vom Sommelier alle Schwaben und die Weinprobe ist bezahlt. So bin ich auch gewachsen. Deshalb beginnen nach dem vierten Wein langsam alle etwas aufzutauen. Da gibt es Joachim und Beate. Er hat ihr die Verkostung zum 16. Hochzeitstag geschenkt, ob er vorher wusste, dass sie weder Wein noch Käse mag. Und wie weit es bei jedem neuen Gang verschwollen zuschiebt, weiß ich nicht. Er ist jedenfalls das erste gut drauf und lacht immer verstört laut über Bernds Sprüche. Neben den beiden sitzen Claudia und Thomas. Sie sind Mitte 30 und scheinbar frisch verliebt. Jedenfalls bekommen sie nicht sonderlich viel vom Abend mit, weil sie die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt sind und sich gegenseitig Camembert von den Nasenspitzen lächeln. Gleichzeitig. Ich kann auch nicht mehr so genau sagen, wie das funktioniert hat. Mit der 69er-Stelle mit dem Gesicht. Sie drehen dabei auch ganz leicht mit den Zungenspitzen in die Nase des anderen ein. Aktuell steht ein Weißwein vor uns. Der Rivale passt der Vorrat zum Ziegenkäse, den sie links unten auf dem Teller haben. Ah, mit Käse und Ziegenkäse wie aus. Bernd! Sagt seine Frau und schämt sich ein bisschen. Es folgen einige erstaunte Was sagst du, Schatz? Die Kombination wundert uns, nicht wahr? Oder Herr Zahler liebt dieses Bouquet. Das ist ja fast ein Feuerwerk am Gaumen.
Raum, diese leichte Note von Anis und dann der Abgang, du notierst mir, dabei habe ich anschließend direkt eine Kiste fall. Begleitet von einem Finger weg vom Alkohol, ne? Bam. Sage ich und schäme mich ein bisschen. Den Tellern befinden sich mittlerweile noch zwei Stücke Käse. Wir sind beim neunten Wein angelangt. Der nächste ist etwas ganz Besonderes, sagt unser Reisegruppenleiter, welche ich fortan nenne. Pietra Pumamangus von 2009, also Primitivo di Manubria. FJ Achiminaro schiebt sich die beiden letzten Käsestücke seiner Frau ein. Der Abend beginnt etwas aus dem Ruder zu laufen. Bernds Frau versucht ihren Mann zu beruhigen. Thomas ist auf etwas Hartes in Claudias Nase gestoßen. Und ich habe mir aus irgendeinem Grund meine Hose ausgezogen. Vermutlich, weil Bernd Flaschentraining initiiert hat. Jetzt zeigt der Flaschen also auf Thomas. Er entscheidet sich für Wahrheit und wird vom Sommelier gefragt, ob er die Telefonnummer der heißen Brünetten haben könnte, die er letzte Woche dabei hatte. Claudia geht. Nachdem sie weg ist, sagt der Sommelier zu uns anderen, na, witzig, oder? Ich hab den Typen noch nie gesehen. Alle lachen. Außer Thomas. Der letzte Wein steht an. Der Reisegruppenleiter, der eigentlich noch nüchtern ist, weil er als einziger den Spucknapf benutzte, stellt sich in die Mitte und schenkt Reihe ein, wie Butler Shepsi den noch voran. Er sagt auch gar nichts mehr dazu. Wir kippen ihn einfach runter, Bernd hat noch nicht genug und trinkt den Spucknapf aus. Auf dem Nachhauseweg stellt fest, was für ein abstruser Abend das war. Melde mich direkt für nächste Woche zum Whisky-Seminar und sage, dass ich das auf jeden Fall in einem Text festhalten werde. Hans, sagt meine Freundin und schäbt sich ein bisschen.